Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test von BW Play. Ich bin der Salur und ja, ich war mal wieder auf der Suche nach einem neuen MMO bzw. MMORPG für free, also ein kostenloses MMO. Und dabei bin ich unter anderem auf das Spiel Terra gestoßen und ja, das möchte ich jetzt gerne mal ein paar Runden mit euch zocken, mir das mal anschauen. Und ich habe noch ein anderes Spiel, was ich mir noch angucke, und zwar Rift. Und diese beiden werde ich halt eben testen. Und eins von den beiden werde ich dann nachher, also das, was mir besser gefällt, werde ich dann nachher komplett let's playen. Soweit, wie es mir halt eben Spaß macht. Ob ich das dann bis zur Endstufe spiele, schauen wir mal, aber sind wir erstmal gute Dinge. Gut, ich bin hier in der Serverauswahl. Ich nehme hier natürlich die Deutschen. Welchen nehmen wir davon? Ja, sind alles, sind beide PvE. Ich werde dann jetzt einfach mal den ersten nehmen. So. Los geht's. Ja, hier sind wir in der Übersicht. Wollen wir uns mal einen neuen Charakter erstellen? Also ich bin ja mal auf die Grafik und auf das Kampfsystem hier bei Terra gespannt. Das ist ja hier was ganz anderes als bei den, ich sag mal, Tab-Spielen, wie man das so schön nennt. So, was haben wir denn hier? Wir haben die Menschen. Kastanienkammer. Ah, sieht schon mal sehr nett aus. Mann. Ah, das ist ja wohl definitiv schon mal eine Optik für einen Tank sozusagen. Das sieht ja schon mal tierisch geil aus. Die Popori. Ach du Heiliger. Ja, also die Klasse werde ich schon mal nicht spielen. Ja, okay. Die Klasse werde ich dann auch nicht spielen. So, was haben wir denn da noch? Die Baraka. Ja, die scheint es auch nur als Uni-Geschlecht zu geben. Also weiblich gibt es die wohl nicht. Und natürlich wieder die Hochelfen. Naja, man, wenn das hier weiblich ist, ob man das dann unbedingt männlich nennen kann, naja. Sei da mal dahingestellt. Also eigentlich mag ich ziemlich gerne die Elfen. Ich werde auf jeden Fall einen weiblichen Charakter spielen, war klar. Die gefallen mir allerdings auch ganz gut. Ich weiß noch nicht, ob es unterschiedliche spezielle Volksfähigkeiten geben wird. Inwiefern die Auswirkungen haben. Aber ich werde jetzt einfach mal bei denen hier bleiben. Gefallen mir auf jeden Fall schon mal. Ja, doch, oder? Doch, Hochelf. Ah, ich nehme sonst immer. Ich nehme die Elfen. Nee, komm, nehmen wir mal ein neues. Gehen wir mal zu den Klassen über. Ja, was haben wir denn da? Den Berserker oder die Berserkerin. Die hat es wohl hauptsächlich mit Äxten, glaube ich. Haut die zu. So, der Lancer. Der Lancer ist in dem Spiel der Tank quasi. Es gibt, glaube ich, noch einen. Ich weiß nicht, ob der Krieger oder der Zerstörer, einer von den beiden, können, glaube ich, auch noch Tank spielen, aber der hauptsächliche Tank ist halt eben der Lancer. Nicht so unbedingt meine Klasse. Der Zerstörer ist, glaube ich, mit einem Großschwert. Krieger war, glaube ich, mit zwei. Genau, die arbeiten mit zwei Schwertern. Wo da jetzt der große Unterschied zwischen, ich sag mal, Berserker, Zerstörer und der Krieger ist, sind für mich alles irgendwie DD, die mit Schwertern bzw. mit einer Axt arbeiten. Ja, muss ich auch ein bisschen passen. Ja, dann der Zauber oder die Zauberin. Der Bogenschützin haben wir noch. Auch sehr nett. Die Priesterin. Genau, und die Mysteriker. Diese Klassen haben wir also zur Auswahl. Ich werde dieses Mal auf jeden Fall mal einen Priester spielen. Weil ich bisher eigentlich fast immer DD gespielt habe. Ganz am Anfang mal bei einem Game auch ein Priester. Da bin ich aber nicht so richtig mit zurande gekommen. Und deswegen würde ich jetzt hier einfach mal gerne den Priester ausprobieren. Ich
glaube, das ist auch soweit die einzige Heilklasse. Ich glaube, die Mysterikerin, die konnte mal heilen. Oder hat jetzt nur noch so unterstützende Heilkräfte. Ich glaube, eine richtige Heilerin ist das gar nicht mehr. Ich glaube, das wurde irgendwann letztes Jahr, glaube ich, gepatcht. Aber belehrt mich da eines Besseren, wenn ich da um was lüge. Wie gesagt, ich werde mal den Priester spielen oder die Priesterin. So. Ja, dann können wir uns den Charakter auch wie in den anderen Games nochmal so herrichten, wie wir den gerne hätten. Da Voreinstellung können wir mal kurz hier mal die Gesichter durchgehen, was wir da so haben. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Ja. Sieht schon ziemlich nett aus. Da haben wir noch ein paar mehr. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben bei den Runden? Hier. Ja, sieht auch gut aus mit den Haaren. Ich meine, ich finde das immer ganz schön, sich den Charakter so nach seinem Wünschen zusammenzustellen. Finde ich eigentlich immer ganz gut. Allerdings muss ich ja ganz ehrlich sagen, das macht man am Anfang, zumindest meiner Meinung nach, das macht man am Anfang einmal. Und wenn da nachher die ersten Kopfbedeckungen oder was weiß ich nicht noch dabei kommen, nach den, keine Ahnung, ich weiß nicht, ein paar Folgen, da guckt man da eh nicht mehr so wirklich drauf. Deswegen bin ich da jetzt nicht so derjenige, der da jetzt so eine riesen Show drum macht, sich da jetzt die Nase, die Ohren jetzt noch 3 mm nach oben oder 3 mm nach unten zu verschieben, bis einem da so gefällt, wie man das gerne hätte. Natürlich sollte man schon irgendwie was auswählen, was einem gefällt. Mal kurz. Ich werde die hier mal nehmen. Extras, was haben wir denn da noch drunter? Ah, da können wir die Hörner so herrichten, wie wir sie gerne hätten. Na, das gefällt mir schon mal gar nicht. Werde ich das hier nehmen. So, Gesicht. Da können wir noch ein bisschen an dem Gesicht rumspielen. Können wir mal kurz durchgehen hier, was wir da so alles haben. Oh, ne. Gar nicht meins. Oha, die Augen. So. Ich glaube, da bleiben wir bei der Voreinstellung. Bei der hier. So, Verzierungen. Na, das sieht gar nicht schlecht aus. Wer die Wahl hat, hat die Qual, oder wie war das nochmal? Eigentlich gefiel mir das eine hier ganz gut. Aha, ja, gut, dann nehmen wir das auch noch mit. Komm, was soll der Geiz? So, ja, wie ich eben schon gesagt habe, hier kann man halt eben noch an dem Knochenbau, an den Augen noch ein bisschen dran rumspielen. Möchte ich aber eigentlich so lassen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. An den Ohren. Die Ohren selber kann man leider im Gegensatz ja, zu den anderen Sachen irgendwie nicht nochmal separat ändern. Die Punkte hier sind jetzt nicht unbedingt so mein Fall, aber wie gesagt, ich gebe da jetzt nicht so wirklich mal drauf. Was auch schön ist, man kann am Anfang im Gegensatz zu anderen schon mal so ein bisschen die Kleidung auswählen. So, haben wir sowas hier im Angebot oder sowas. Der Tiger-Look. Ja, das sieht auch schon nicht schlecht aus. Auch sehr nett. Ja, auch sehr schick. Natürlich die Frage, wie sich das dann nachher, wenn man neue Rüstung anlegt, dann wie viel da noch von übrig bleibt. Deswegen nehme ich mal das hier. So, Name. Kriegt das Mädel auch ein. Sofern noch vorhanden. Haben wir natürlich nicht mit dem Angebot. Welchen nehmen wir denn dann? Dann probieren wir halt mal sowas da. Wir werden schon irgendeine Kombination finden. Aha, die funktioniert also noch. So, Namen haben wir. Ja, gehen wir mal fertigstellen. Schauen wir uns das mal an. So, da sind wir. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal direkt Welt betreten, wa?
Also wie gesagt, auf die Grafik bin ich echt gespannt. So, die Tastenbelegung wird nachher noch ganz interessant bei dem Kampfsystem, wenn man da dann noch einige Fähigkeiten mehr bekommt. Aber jetzt schauen wir erstmal uns hier vorne den Trailer oder den Anfang an. Da, die Insel der Dämmerung. Endlich geht's zur Sache. Habt Geduld. Diese Insel hat die erste Expedition das Leben gekostet. Hochmütige sterben hier früh. Ha! Der, der es wagt, sich mit mir anzulegen, stirbt hier vielleicht früh. Wer ist dabei? Ich bin dabei. Seit ich von der geheimnisvollen Insel hörte, die sich aus dem Meer erhob, träume ich davon, sie zu sehen. Ihr braucht ehrgeizigere Träume. Wo es eine geheimnisvolle Insel gibt, gibt's auch uralte Schätze. Der perfekte Ort für mich also. Bei den Titanen. Diese Insel ist riesig. Genug geredet. Runter mit euch und meldet euch zum Dienst für die Föderation. Und ich würde da sagen, da landen wir. Jo, da sind wir angekommen. Ja, machen wir kurz ein bisschen hier der Steuerung mal kurz hier. Ganz ein bisschen leiser. So, Audio. Ja, mal alles mal hier ein bisschen Hintergrundmusik. Die brauchen wir eigentlich weniger. Effektlautstärke drehen wir auch mal ein bisschen runter. Jo, anwenden. Ah, ist das schon wesentlich besser geworden. So, ja, da sind wir auch. Wir sind angekommen. Ah, das sieht ja schon mal echt schick aus, muss ich sagen. Sehr nett. Ja, wie gesagt, hier in Terra ist das mit dem Kampfsystem ein bisschen was anderes. Das werden wir gleich sehen. Wie ihr erkennt, habe ich in der Mitte ein Fadenkreuz. Und man muss dann hier die Gegner nicht mit Tab anvisieren und kann dann einfach gemütlich still stehen bleiben und kann dann die Zauber, je nachdem was man hat, oder Pfeile oder was weiß ich halt eben, einfach fliegen lassen. Die treffen die Gegner schon. Nein, hier muss man wirklich dann zielen. Ich glaube, ich müsste dann... Ja, genau. Also hier seht ihr das. Wenn ich jetzt hier einfach irgendwo rumschieße, dann muss man schon wirklich den Gegner dann treffen, damit da was passiert. So. Das ist ja so ein NPC. Wenn ich ihm näher komme, dann wird einem das dann auch visualisiert. Solche Dringlichkeit. Zwielicht in der Morgendämmerung. Ja, dann nehmen wir das doch mal an. Schauen wir mal. So. Die Map haben wir ja auch. Sehr schön. Dann gehen wir mal gucken. Gehen wir mal los. Der hier hat dann auch schon was für uns. Was gibt's, Kind? Ja, wir sind hier. Wir möchten was tun. Komm zur Sache. Ja, wir tun alles. Gib mir was zu tun. So, wir sollen was suchen. Dann gehen wir mal auf. Der übt da schon mal in der Luft. Sehr gut. So, hier oben haben wir noch ein paar Hinweise. Können wir uns auch mal öffnen. Hilfe. Brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Verzauberung. Okay. Haben wir auch nicht. Das Interface. Ja, das Interface da. Das muss man sich dann mal nochmal anders einstellen, je nachdem. Vielleicht auch ein paar schöne Addons runterladen. Je nachdem, das muss ich dann mal schauen, was es da noch so gibt. Wenn man sich das dann mal anpasst. Jo, gehen wir mal weiter. So, hier haben wir eine wunderschöne Brücke. Ja, was ganz Besonderes. So, gehen wir mal hier rüber. Das sieht schon mal echt nett aus. So, hier haben wir das nächste Lager. Ich denke mal, dann fangen dann da unsere ersten Quests an. Sozusagen. Oder unsere ersten richtigen Quests, hoffe ich doch mal.
So, mal gucken, was die gute Frau für uns hat. Das schaffe ich doch locker. So. Spürt die Macht des Kerns. Attackiert die Monster. Ja, das werden wir machen. Werden wir die Monster attackieren gehen. Ja, das würde ich sagen, machen wir dann aber in der nächsten Folge. Und, ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Macht's gut. Ciao.